weiter geht's. Tauchspiel. 20 Rubine. Macht ihr mit? Na klar. Okay. Sammelt alle Steine ein, die ich nach unten werfe. Ihr habt dafür nur begrenzt Zeit. Sind alle eingesammelt, kommt hierher zurück. Dann bekommt ihr etwas sehr Schönes. Ich hasse dieses Tauchspiel. Yay. Das da war schon mal eine Fail-Aktion. La la la. Ich mag dieses Tauchspiel echt nicht. Ich finde das doof. Und da seht ihr auch schon, wo wir als nächstes hin müssen. Gratuliere, ihr habt etwas Tolles für... Ne, ich habe... Ja. Da müssen wir runter. Allerdings können wir noch nicht so tief tauchen. Denn da kriegen wir eine Flasche mit einer Nachricht von Prinzessin Ruto. La la la. Ich gehe in den... Wald. Ich gehe in den Wald. In Zoras Reich. Klar. So. Gib mir die Gold... Ne, Silberschuppe war das. Gib mir die Silberschuppe. Wie elegant ihr getaucht seid. Hier, nehmt dies als Lohn. Dies ist eine silberne Schuppe der Zoras. Mit ihr kann man viel tiefer tauchen. Die silberne Schuppe. Begib dich ins Wasser und drücke A. Jetzt kannst du tiefer tauchen als zuvor. Yeah! Das war natürlich sehr schlau von mir. Okay. Na, na, na. Link, 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 Link. So. Denn jetzt sind wir am Hyliasee und ihr seht da schon. Nee. Da ist eine Flasche. Eine Flasche. Fülle etwas hinein und nutze sie mit C. Oh, da ist ja bereits etwas drin. Genau. Zoras Reich und der Hyliasee. Am Hyliasee könnt ihr übrigens angeln. Was ich aber nicht tun werde, weil ich habe gerade keine Lust. Ich habe irgendwie nie Lust auf sowas. So, jetzt rüsten. Cool. Ja, wir haben 3 von 4 Flaschen. Immerhin schon etwas. Und dieses Spiel ist noch sehr lange. Nämlich danach kommen Wald, Feuer, Wasser, Schatten, Wüstentempel und noch kleine Mini-Dungeons für zwischendurch. Wir sind eigentlich schon ziemlich gut ausgerüstet. So, und mit dieser Nachricht müssen wir Folgendes machen. Hallo. Dieser Brief, es ist von Prinzessin Ruto. Hm, lass mich lesen. Sie ist im Bau von Lord Yabu Yabu? Das ist doch nicht möglich. Lord Yabu Yabu ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Ruto niemals verspeisen. Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Gendorf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Yabu Yabu etwas sonderbar. Der Brief scheint euch echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Ruto suchen, wenn ihr mögt. Passiert das Tor hinter mir. Ich behalte diesen Brief. Nehmt ihr die Flasche, in der es sich befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können. Bitte findet meine liebste Prinzessin Ruto so schnell ihr könnt. Ich finde das so geil. Ich will aber nicht. Wie lange der braucht dafür, ne? So, jetzt ist er fertig. Allerdings wird Lord Yabu Yabu uns nicht fressen, wenn wir nicht etwas Bestimmtes besitzen, wofür wir auch die Flasche brauchen. Und zwar brauchen wir erstmal irgendwas zerdeppern. Ich brauche Bomben. Pff, soll ich nicht? Ich glaube, der verkauft den auch. Komm, wir gehen mal da rein und gucken, was es da Schönes für uns gibt.
Willkommen. Fisch, 200 Rubine. Nö. Wer das kauft, der ist nicht mehr ganz dicht, denn die Fische, den brauchen wir. Einen Fisch brauchen wir. Den kann man nämlich hier fangen. Und schon habe ich einen. Du besitzt jetzt einen Fisch, ich habe ein Haustier. Mit diesem Fisch müssen wir zum Schutzpatron der Zoras. Der uns dann ebenfalls auffressen wird. Und dieser Dungeon ist sehr nervig. Einfach, die Gegner sind total ätzend. Und da gibt es noch ein kleines, klitzekleines Detail, das uns auch noch Kopfzerbrechen bereiten wird. Ja. Yeah. Riesiger Kabeljau. Heieie. Boah, ich will da nicht rein. Echt, ey. Früher hat meine beste Freundin den Dungeon immer gemacht für mich. Und das ist Lord Yabuya. Unser nächster Dungeon. Aha. Hallo Lord Yabu Yabu. So lässt er uns natürlich nicht rein. Aber erstmal. Wow, was leckt das hier gerade so? Nee. Hallo lieber Lord. Dann machen wir das. Sing. Oh, 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 das Rätsel ist gelöst. Der saugt uns hinein. Bei so einem fetten Wal kann man natürlich nicht widerstehen. Willkommen in Lord Yabu Yabus Bauch. Und da ist eine Kuh. Diese so. Lass dich treffen. Diese Dinger tun weh. Die sehen zwar lustig und schön aus, aber die tun weh, wenn sie euch treffen. Yay, da ist nämlich ein Schalter drunter. Der Schalter. Für eine Kiste. Und zwar die Karte. Schätze ich. Ist ja auch am naheliegendsten, ne? Es gibt aber einen Dungeon, den ich noch viel widerlicher finde als diesen hier. Ja, ja, ja. Ups. Denn da gibt's nämlich ein... Wo ist denn das Teil? Ja, super. Lass dich treffen. Wo ist dieses... War es da irgendwo? Ach nein, ich weiß, was ich tun musste. Die arme Kuh, ey, das ist so Tierquälerei. Ich höre schon meine Hassgegner. Komm her, ich weiß gar nicht mehr, ob man die... Nee, kann man nicht. Hier empfiehlt sich, glaube ich, der Dekostab, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Denn diese darf man nicht mit dem Schwert an... Genau deswegen. Alles, so ziemlich alles hier ist elektrisch geladen. Boah, da ist ja noch so ein Vieh. Watch out. So. Okay, Leute. Boah, diese Dinger nerven. Wir haben genug von diesem Dungeon gesehen. Erstmal, deswegen mache ich einen Schnitt und wir sehen uns demnächst wieder. Also bis dann.